Moin Leute und herzlich willkommen. In diesem Video sind die 10 Wörter von den Leuten eingebaut, die beim Giveaway gewonnen hatten. Plus noch ein paar extra Wörter, die ich persönlich einfach nice fand. Und yo, viel Spaß mit dem Video. Hallo? Jungs, aufwachen, los! Aufwachen! Timo! Domme, steh auf! Oh, what the hell? Ich wünschte, ich könnte auch morgens so aus den Federn springen. Ja, mit welchem Knopf ging das? Ja, warte, ich versuch's. Wo ist alles mein klar. Teddy? Der ist hier. Alter, was hast du mit diesem Teddy gemacht? Jesus. Das ist ein hyperzyklisches Floating System. Genau. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich habe richtig Hunger. Let's go! Ey, wir müssen noch das... Ey, wir müssen noch das Ding aufnehmen. Das Gewinnspielvideo. Kannst du das aufnehmen mit deinem Handy? Ich habe gerade meine Kamera nicht dabei. Oh, mein krasses Handy, ey, Jungs. Das sieht aus wie diese Handys von iCarly. Kennt ihr die? Diese Birnen, kennt ihr die? Ist das dein Lieblings-Teddybär? Ja, aber leider, einmal hat er sich so richtig krass, er war in so einer Prügelerei und dann hat er ein Auge verloren, aber... Ah, ja, man sieht's. Aber er hat richtig ausgesehen, Ich bin sauer, weil wir angeblich kein Obst im Gemüse... immer. Ich bin sauer, weil wir angeblich kein Gemüse... kein Obst... Ich bin sauer, weil wir angeblich kein Obst im Haus haben, obwohl... Oh. Hey! What the... Was ist eine Banane, Digga. Ich hab ein Video. Man isst, was man isst. Auf jeden Fall, man sieht's, es ist Obst im Haus. Auch wenn die Banane vielleicht ein bisschen länger schon hier ist, ja. Okay. Ich bin wieder da, Leute. Oh, ich nice. Ich hab mich geschält. Ich bestell euch was Krasses, okay? Ja, ich nehme eine Pizza. Ich will einen Big Burger. Pizza. Big Burger kriegst du? Bimo, kauf mir noch Ulla da, bitte. Es gibt keinen Ulla da. Ja, hast du es jetzt bestellt? Ja, also Lieferzeit sind 15 Minuten, haben die gesagt. Okay, und ich würde sagen, jetzt wird... Auf Telefon. Hallo? ModMed am Apparat? Hey, what the f***? Kurze Anmerkung, ich habe mich natürlich sehr über deinen Kommentar gefreut und alles, was jetzt folgt, ist nicht persönlich gemeint. Grüße gehen raus an Giuliano und weiter geht's. Woher hast du überhaupt meine Nummer? F***, nicht schon wieder. Ich muss mein Handy zerstören. Oh, Alter. Das ist waterproofed. Ich muss auch zuerst kaputt machen, damit Wasser reinkommt. Okay, du fängst mit der Schaufel. Sag, wenn du ready bist. Okay, ich bin ready. 3, 2, 1. Was hast du getan? Draufhauen, let's go! Wow, nice! Ich wollte eigentlich fragen, warum hast du eigentlich kein iPhone? Ich dachte, du verdienst von YouTube gut. Wo ist eigentlich unser Essen? 15 Minuten sind schon lange oben, es sind schon 30 Minuten vergangen. Ich glaube, das kommt wahrscheinlich nicht mehr, aber keine Sorge, ich koche euch kurz was, okay? Digga, ich will meinen Burger haben, Digga. Ja, ich mach dir einen Burger. Ich habe noch nie was Gutes Essen von dir bekommen, Alter. Du kochst richtig schlecht, Digga. Glaub mir, dieses Mal wird's richtig lecker. Frisches Fleisch, dies, das, ich habe alles. Setzt euch okay, dahin. Kann ich sagen, was ich haben möchte? Ja, was möchtest du? Ich möchte 3 Tacos mit Piñata-Soße. Aber du kriegst erstmal einen, wenn du den schaffst, kriegst du den zweiten. Ey, warum gehst du in den Garten, um das zu machen? Dinger, ich habe ein Kühlfach draußen. Ich wusste, dass dieser Tag irgendwann mal kommen würde. Rex, es war schön mit dir. Oh shit. Hi Leute, der Burger ist schon am Start. Oh shit. Leute, ey Bimo! Gib mir den Burger, zieh ich deine 2 Batterien aus. Bimo! Das war aber einfach. Krieg ich meinen Burger? Ja, hier. Dein Taco kommt auch gleich. Junge, was hast du da reingemacht? Hä, hey, was soll das der heißen? Der ist komplett widerlich. Was soll das heißen, der Burger schmeckt nicht gut? Der Hund ist weg! Welcher Hund? Der Hund ist weggelaufen oder so. Ich hatte nie einen Hund. Hier, dein Taco, probier mal. Aber dass da eine Mona Lisa hängt, ist halt schon krass. Wir haben es von der Mafia gekauft. Die haben gesagt, wenn wir es innerhalb von 2 Monaten nicht abbezahlen, köpfen die dich. Wem seine Idee war das? Die verdammten, verfluchten Galapautermänner. Die haben auch gesagt, dass du vielleicht auf einen Elektrostuhl kommst oder so. Davor kommst du auf den Elektrostuhl. Ich habe nämlich einen gebastelt. Ich würde sagen, den versuchen wir jetzt erstmal aus. Let's go. Oha, was ist das da oben? Ja, der ist halt jetzt im Stuhl drin. Damit die es auch Kontakt macht. Hier ist der Knopf, genau. Ich muss einfach meinen Finger da reinstecken. Digga, was? Es scheint zu funktionieren. 2 Stunden später. Boah, Alter, ich kann es einfach nicht fassen, wie ich mich zu diesem Kack-Deutsch-Kurs überreden lassen konnte. Warum bist du eigentlich hier? Wir machen Parallelselle mit. Hey. Oh, Domme, du bist der Lehrer? Wo ist der Rest? Ich glaube... Also Tom hat gesagt, dass er keinen Bock hat. Dafür gibt's eine 6. Und du, leg die Tasche auf den Tisch. Ach so, sorry, Entschuldigung. Ich mein, leg die Tasche runter vom Tisch. Wer hat das auf meinen Tisch geschrieben? Naja, egal.
Hä? Das warst doch du gerade. Halt doch dein Maul. Machen Sie weiter. Aber der ist streng, ne? Okay, ja, schon also ein bisschen. Wir fangen an mit dem Wort Backstein. Weiß einer, wie man Backstein auf Deutsch hier an die Tafel schreibt? Ich hab eine Frage. Warum sind Sie überhaupt Lehrer geworden, wenn Sie gar keinen Bock drauf haben? Weil ich hatte Bock drauf. Dann habe ich mein Studium gemacht. Dann bin ich hergekommen und dann haben mich so... Okay, ich kann es versuchen. Backstein. Also, wir fangen an mit einem klassischen B. Und dann natürlich ein A. Warum kein unklassisches? Und dann geht's weiter mit Back, einem G und Stein. Am Ende gucke ich mir das Wort immer so an, ob das richtig aussieht. Und ich sehe eigentlich, wenn ich ein Wort angucke, sehe ich schon, ob das stimmt oder nicht. Ja, stimmt. Backstein. Echt? Kriege ich eine 1? Nein. Weiß einer von euch, was ein endoplastisches Reticulum ist? Das ist Religion, glaube ich. Nein, falsch. Ich weiß es. Es hat was mit Plastik zu tun, weil endoplastisch, Plastik, kommt von lateinischen Plastum. Hast du meinen Job? Falsch. Du hast doch Internetverbindung. Kannst du das nicht eigentlich googeln? Junge, ich brauche Ladekabel. Meinst du LAN-Kabel? Nein. Okay. Das Wort bedeutet... Oh. Ey, die Stunde ist vorbei. Die Stunde ist dann fertig, wenn ich es sage. Also ihr könnt jetzt... Entschuldigung. Ja. Wir hatten noch Hausaufgaben. Ja. Wollten Sie die nicht noch kontrollieren? Nein. Aber Herr Lehrer, kann ich noch irgendwas machen, um meine Note zu verbessern? Okay. Also wenn du... Ich zeichne was. Und wenn du es errätst, was es ist, dann gebe ich dir eine 1. Eine 1? Okay. Puh, Konzentration. Okay, also... ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber ist es ein Joint? Nein, es kommt zwar nah hin, aber es ist tatsächlich kein Joint. Ich weiß es, ein Baum! Ja, richtig, ein Baum! Ja, Mann! Du kriegst eine 2, sagen wir eine 2. Eine 2? Kannst du noch die Tafel wischen, weil ich habe keinen Bock dazu. Ist es jetzt dann nicht. Kannst du nach Hause gehen, ciao! Okay. Hast du ihm geholfen? Nein, der hat gewartet. Mann, ich habe dieses Opfer ausgelacht, guck dir mal sein Gesicht an. Hä? Mobbing dulden wir nicht, also ja, wisch die Tafel, da, ciao. So, nice, Alter, die Tafel sieht aus wie neu. Und aufgestuhlt habe ich auch. Ja, gleich ist die Pause eh vorbei. Welches hat das aufgestuhlt? Ich weiß nicht, ich habe nur die Tafel geputzt. Willst du mich verarschen, warst du das? Der. Was? Nein, er lügt. Wieso sollte ich das machen? Aber Herr Lehrer, ist es nicht eigentlich gut, dass es gemacht wird? Nein, wir machen hier Unterricht. Boah, das war aber ein harter Tag, ne? Ja, jetzt habe ich mir einen Ulle da verdient, würde ich sagen. Ja, gönn dir. Ich muss das immer so besonders aufmachen, wartet. So. So machst du das auf? Und jetzt? Ich will auch mal einen 70er. Koronski, Mann, chill mal. Ja, das ist nicht gut. Warte mal, ich muss doch den Hauptgewinn machen. Ich muss dafür in die reale Realität gehen. Ihr könnt mitkommen, dann könnt ihr zugucken, wie ich das mache. Ich habe die reale Realität noch gar nicht so wirklich ausprobiert. Also, ich bin gespannt, wie das so wird, auf jeden Fall. Ich würde sagen, let's go. Alter, krass, Mann. Oha, diese Steuerung ist ja voll nice, Alter. Oh, okay, alles klar. Oha, Alter, diese Details, krass. Kann man das auch in die Hand nehmen? Alter. Okay, heftig. Oh, nice, die Pakete sind sogar schon bereit. Okay, wo ist jetzt die Toblerone? Wie macht man eigentlich das Menü hier auf? Oha, Alter, wie nice. Okay, also hier Inventar und Toblerone. Huh, nice, Alter. Die legendäre Mortimer-Toblerone. Passt perfekt. Erstmal noch ein bisschen Polster hier. Und natürlich noch eine einzigartige Autogrammkarte. Dann würde ich sagen, verpacken wir das Ganze mal. So, fertig. Grüße gehen raus an David, Lorenz, Julian, Tobias und Joel. Viel Spaß mit der Toblerone und mit den Digga, Autos. Ahmed, what the fuck? Hä, was ist los? Digga, was hast du da auf der Toilette hinterlassen, Digga? Ich war gar nicht auf dem Klo, hä? Ja, doch warst du, Digga, da, what the fuck? Die ist sauber, wie auch sonst immer. Ja, du hast in die Badewanne, Digga, geschissen, Digga. Oh mein Gott, what the fuck? Das muss einer von den Partygästen gewesen. Oh! Digga, what the fuck? Das Ding lebt, Alter. Oh mein Gott. Wo ist die Scheiße hin? Draußen, Digga. Ach so. Ich geh nach Hause, okay, ich hab Angst. Okay, wir müssen es einfach umbringen. Wo ist es? Oh, okay, ruhig. Fuck, er ist wieder drin. Ich meine, es ist wieder drin. Scheiße. Ja, warum ist das Ding so schnell? Es macht Geräusche. Okay, wir haben es eliminiert. Nice. Ich weiß zwar nicht, wo es hin ist und die Pizza... Was geht?
Leider habe ich den Fisch vergessen, aber dafür ganz liebe Grüße an Lord Flexi. Und ja, der Moritz ist auch mit dabei und in der Zwischenzeit sind die Geschenke auch schon angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Peace!